So schön können Ferien sein. Richtige Kunstspringer waren da heute am Werk. Dieser idyllische Badesee ist auf jeden Fall eine Alternative zu vollen Freibädern. Im Schatten stehen, eine kalte Limo trinken, gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Das alles kann man machen, um sich vor der Hitze zu schützen. Wenn es aber so heiß wie gestern wird, am heißesten Tag der Woche, dann hilft einfach nichts mehr. Außer ab ins Wasser. Wer gerne in der Natur badet, für den ist der Blaue See in Vettelschoss eine gute Alternative. Das Bad hat diesen Sommer gerade neu eröffnet. Hier wurde saniert und umgebaut und das Ufer des Sees wieder freigelegt. Zwischenzeitlich war es nämlich komplett zugewachsen. Die Mühen haben sich gelohnt. Inzwischen kommen bis zu 600 Menschen am Tag.